Schritt 3 beschäftigt sich mit der Vorbereitung und Applikation von PTAA, unserer Lochtransportschicht. Hier seht ihr das bereits vorbereitete Substrat, welches ihr mit dem Klebeband an der freien Stelle abklebt. Achtet darauf, dass das Klebeband und eure Finger nicht auf die Ruder-Feed-Schicht kommen. Falls sich noch ein paar Reste auf dieser freien Schicht befinden, könnt ihr diese einfach mit dem Lösungsmittel und einem Wattestäbchen abmachen oder abkratzen. Hauptsache, ihr habt da einen möglichst freien Kontakt nachher. Auch hier wieder unser Low-Cost-Spin-Coater mit doppelseitigem Klebeband. Dort wird jetzt auch wieder zentral unser Substrat draufgedrückt. Auch hier gilt wieder der gleiche Tipp wie eben, die entgegengesetzten Ecken festdrücken und den Halt kontrollieren. Und wenn das soweit funktioniert hat, steht einer Beschichtung nichts mehr im Wege. Natürlich nutzen wir eine neue Spritze. In dem Gebinde befindet sich unsere Lochtransportschichtlösung. Dort ziehen wir ein Volumen von 0,04 Milliliter auf. Das reicht bereits für die Elektronendonatorschicht. Das Ganze wird vorsichtig auf das Substrat appliziert. Gebinde natürlich verschlossen, Spritze gesichert und der Spritzschutz auf den Lüfter gestellt. Und das Substrat wird nun bei 5,24 Volt für 30 Sekunden rotationsbeschichtet. Auch danach einfach wieder den Stromkreis trennen und das Substrat vorsichtig vom Lüfter nehmen, nicht auf die Beschichtung fassen und das Substrat einfach ein paar Minuten an der Luft trocknen lassen, Klebeband lösen und schon mal den nächsten Schritt vorbereiten, denn dies ist der letzte mit Schritt 4.